bin ich heute ungeschminkt. Und das passt auch ganz gut zum Thema. Es geht um das Thema Single und diese Trennungsphase. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie man das am besten übersteht, ohne total aus den Wolken zu fallen und anzufangen, total traurig zu werden und eigentlich so den Sinn des Lebens zu vergessen. Ich meine, es ist schlimm. Es macht einen auch traurig und die Erinnerungen sind vielleicht jetzt auch nicht gerade so die, die man braucht. Vor allem, man schminkt sich ja dann in der Zeit nicht so und das ist auch so ein bisschen Irrsinn, vor allem wenn dann die ganze Geier so schön verläuft, ne? Dann war alles umsonst, also wozu schminken? Aber trotz alledem sollte man seinen Stolz nicht verlieren und auch nicht sein Selbstbewusstsein. Also das ist ganz wichtig, dass man sich dadurch nicht zu sehr unterbuttern lässt oder dass einen das nicht zu sehr runterzieht. Das Leben geht dann irgendwann weiter, das ist klar, aber ja, man muss. Okay, das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, dass man halt jetzt nicht zu sehr in eine Trauerphase reinfällt und da dann nicht mehr rauskommt. Ja, also leider ist es halt manchmal so im Leben, dass etwas beginnt und etwas dann auch irgendwann endet. Ja, also meine Ideen wären jetzt die folgenden. Es gibt im Internet lustige Sprüche, beziehungsweise dumme Single-Sprüche, die einen aber irgendwie so ein bisschen zum Lachen bringen. Wenn man sich das Ganze mal durchliest, dann denkt man sich, oh mein Gott, wie kommt man da drauf? Oder, ach du Scheiße und so. Man kennt zwar viele, aber manche dann auch noch nicht. Und dann ist das irgendwie neu und dann denkst du dir auch, what? Aber auf jeden Fall, mich hat sowas sehr zum Lachen gebracht. Sachen, die einen das dann auch nicht mehr so schwer machen oder einen leichter machen, Single zu sein. Und zwar Sprüche. Ich weiß, manche sind schon uralt, aber naja. Jetzt muss das erstmal laden, komm schon. Doch, ich hab's. Also, genau, die hatte ich ja schon. Ja, also diese Sprüche machen es einem auf jeden Fall etwas leichter und man kriegt auch wieder so ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. So, willst du mit mir gehen? Nee, lass mal, ich bin mit Vater da. Single to go, Single on Tour. Single sein bedeutet nicht, dass man nichts über die Liebe weiß. Es bedeutet, dass man genug weiß, um auf die richtige Person zu warten. Ja, das ist voll süß. Ah ja, der ist auch witzig. Und zwar haben wir hier noch genau einen lustigen Spruch. Mein Ex ist ein Schatz. Man braucht eine Schaufel und Karte, um ihn zu finden. Yay! Aber ich habe irgendwie so ein gutes Vorstellungsvermögen. Ich stelle mir das dann immer gerne bildlich vor und dann wird eigentlich jede Kleinigkeit total witzig. Hätte ich mehr. Hallo, Internet. Ich glaube, das reicht jetzt dann auch. Oder sich über irgendwas kaputt lachen und amüsieren, das bringt auch was. Also wenn du anfängst zu lachen und so, du bist da so drin, dann ist alles lustig. Das geht auch natürlich ganz ohne Alkohol. Irgendwie Freude macht, was mir wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert und was mich so ein bisschen vergessen lässt, was passiert ist. Ja, dazu gehört natürlich auch noch Musik hören, weil ich finde, Musik hören heitert einen unglaublich auf und es macht halt einen auch einfach Mut und motiviert einen weiterzumachen. Jeder hat so seine bestimmte Musikrichtung, beziehungsweise Band oder verschiedene Songs, mit denen er halt irgendwas verbindet. Und ja, das hilft dann auch oft ganz gut gegen Liebeskummer, finde ich. Und natürlich, Freunde sind wichtig, du solltest dich nicht ins Zimmer verkriechen. Ja, das ist vielleicht ein Fehler, den man öfter macht. Man will am Anfang natürlich auch keinen sehen, möchte vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für sich haben und Zeit mit sich alleine verbringen zum Nachdenken. Aber es sollte halt nicht zu lange anhalten. Man sollte dann schon wieder rausgehen, weil irgendwann verlernt man das dann oder ist es nicht mehr gewohnt und irgendwann kann man dann gar nicht mehr so wirklich rausgehen. Also irgendwann kann man dann halt gar nicht mehr so wirklich rausgehen, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist.
Und ja, dann fällt es halt viel schwerer, oder dann ist es halt viel schwieriger, wieder ins Leben zurückzufinden, in den Alltag so. Ja, also Freunde sind auf jeden Fall ganz wichtig. Die können einem wirklich super zuhören, können einem auch beistehen. Und da ist alles ein bisschen leichter, weil du einfach merkst, es sind Leute für dich da, es sind deine Freunde, die dich unterstützen, die dir Mut machen und sagen, das wird schon wieder. Ich weiß, das ist jetzt nicht so dolle, das ist jetzt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und die trösten einen auch ganz gut und die können einen voll gut ablenken. Man erfindet oft so lustige Sachen oder erinnert sich an irgendwelche Ereignisse, wo du einfach denkst, oh mein Gott, waren wir doof oder oh mein Gott, waren wir verrückt. Ja, also sowas heitert mich halt immer ziemlich auf und ja, also ich würde euch halt auch diese Tipps jetzt geben wollen. ich möchte euch auf jeden Fall die Tipps geben und ich hoffe, es fällt euch dann ein bisschen leichter, das zu überstehen. Ich weiß, es ist immer schlimm, es ist immer traurig. Ja, aber wie gesagt, man sollte sich nicht ganz unterbuttern lassen und